nicht und weh, das macht das nicht. Ich glaube an Werbeversprechen. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, naja, von Unboxings meiner Boxen, die sich in meinem Abo befinden, die ich irgendwoher noch erbeuten kann, hin über Make-up, Pflege, Hauls, eigentlich alles, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute hoffe ich, dass ihr mit mir dran Spaß habt, einen Adventskalender auszupacken. Und zwar habe ich noch einen geshoppt bei Flaconi. Der war im Angebot und da war ich vorher schon heiß drauf, aber er war mir noch ein bisschen teuer. Und jetzt war er einfach mit Rabatt zu shoppen und deswegen habe ich mir den geschnappt. Und zwar geht es um den Alcina Adventskalender. Und ich zeige euch den einmal, der ist richtig hübsch. Der kommt in so einem wunderschönen Türmchen hier einfach daher, wo dann die Kläppchen sind. Und hat vorne so ein, ja, so rosé-goldenes Kreischen drauf mit einer Schleife und Merry Christmas steht drauf. Und den fand ich richtig cool und ich mag Alcina gerne, die Marke. Das ist ja eher so eine Friseurmarke und ist auch ziemlich, ich glaube, eine sehr alte deutsche Marke. Und ich hatte schon mehrere Produkte von Alcina, die ich richtig toll fand und deswegen dachte ich, ich schnapp mir den einfach. Und ich will gar nicht so viel drum rumlabern, denn ich will auch wissen, was da drin ist. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich sehe es schon vor mir. Türchen Nummer 1 lächelt mich an. Und das ist einmal da. Und ach, das ist immer so traurig, dass man das dann immer so aufmachen muss. Und oh, cool. Was haben wir hier? Leute, was haben wir hier? Alcina Matte Lip Color. Oh, hier in den Türchen steht auch die ganzen Inhaltsstoffe drin. Verwendungszweck, bitte der Originalverpackung entnehmen. Also nochmal kurz erklärt, was es ist. Und wir haben einen Alcina Matte Lip Color in Chili Red. Okay, wie sieht Chili Red aus? Das muss da irgendwie nochmal rein. Ich muss die Türchen nochmal schließen, da ich dann wirklich erst so im Dezember anfange, meine Kalenderchen auszupacken. Also vom 1. bis zum 24. und manche ja bis zum 25. und manche sogar bis zum 26. Ich laber schon wieder, ne? So, ruhig, Katrin. Zeigen. Einmal da ist der Lippenstift. Und der sieht so hübsch aus. Chili Red. Es steht auch hier Matte Lip Color nochmal auf dem Deckel. Das Packaging ist richtig hübsch. Hier nochmal mit Alcina mit dabei. Und alles auch in matt. Wow, wow, was ist das denn für eine coole Farbe? Also der ist auch irgendwie so gestanzt, das werdet ihr nicht erkennen können. Da hängt ein Fusselchen von mir, kriege ich nicht weg, egal, bleibt's da. Und ist hier so abgeschrägt und hat so eine richtig lustige Form für auf die Lippen aufzutragen. Da bin ich richtig gespannt drauf. Sieht sehr interessant aus und das ist dann unser Türchen Nummer 1, was natürlich auch wieder zurückgepackt wird. Noch geht's, wenn nicht, muss ich Tesafilm draufklappen. Türchen Nummer 2 befindet sich einmal hier oben und auch da gucken wir rein. Oh, wir haben eine Handcreme. Ah, sehr cool. Handcreme Nummer 1, so eine kleine Tube, das sind 20 ml. Und hier steht nochmal Verwendungszweck und alles drauf. Gut, Handcreme, ist mir klar, wohin die gehört. Einmal diese. Und ich habe eine Handcreme von Alcina, die auch richtig gut ist. Und ich hatte auch eine Gesichtscreme. Ich hoffe ein bisschen drauf, dass da auch Gesichtspflege drin ist, weil die haben halt für Haare und für Gesichtspflege und sowas haben die alles Produkte und ja, sehr cool. Auf jeden Fall eine kleine Handcreme und ich mag ja so kleine Dinger für in die Jackentasche oder in die Handtasche rein. Von daher mega. Bin ich gespannt, wie die ist. Nummer 3 ist einmal hier
Und ich kann euch leider nicht so viel zu den Produkten sagen, weil ich noch nicht so mega viel probiert habe. Aber das, was ich getestet habe, fand ich richtig gut. Und deswegen musste jetzt auch dieser Kalender mit. Alcina Pergel haben wir drin. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Flex and Hold. Und das ist ein intensiv lang anhaltender Festiger für Flexibilität. Die spezielle Formel mit leichtem Perleffekt für schimmernden Glanz. Das ist sowas, was ihr euch reinmachen könnt vor dem Styling und dann noch ein bisschen Glanz und halt auch Halt gibt. Bin ich richtig gespannt drauf. Ich mag sowas in Strong. Ja, ist wie so ein kleines Haargel. Ist für mich halt ganz cool, wenn ich mir Locken mache. Dann kann ich sowas gut gebrauchen. Deswegen sehr cool. Das war unsere Nummer 3. 20 Milliliter habe ich, glaube ich, erwähnt, ne? Nummer 4. Dieses Türmchen ist auch richtig cool. Ist natürlich für mich schwieriger, weil ich die ganze Zeit wieder zurückpacke. Nummer 4 ist ja dann einfacher irgendwann. Oh, sehr cool. Leute, wir haben einen Reinigungsschaum. Und für jede Haut, also für jeden Hauttyp, reinigt mild und gründlich tägliches Schaumvergnügen. Sehr cool. Und da freue ich mich drauf, da was zu testen. Mit Panthenol und reinigt die Haut mild und entfernt selbst lang anhaltendes Make-up. Kommt in so einem kleinen, das wird ein Pumpspender sein. Ja, genau. So ein kleines Pumpspenderchen finde ich richtig cool und bin ich auch wahnsinnig einfach gespannt drauf. 50 Milliliter sind das, da kann man sich mal schön reintesten. Und ich finde Adventskalender auch einfach spannend, um sich in diese Produkte reinzutesten. Gerade bei Firmen, wo man noch nicht so viel getestet hat, dann so ein bisschen in dieses Sortiment blicken zu können. Und das ja meistens zu einem richtig guten Preis. Und wie gesagt, mit Rabatt ging das schon klar. Die Nummer 4 haben wir hinter uns. Ich suche Nummer 5. Nummer 5. Ich sehe da auch große Türchen. Das ist cool. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Gesichtscremes und sowas. Nummer 5 ist aber ein kleines. Das ist einmal hier oben. Sehr cool. Leute, wir haben noch mal was für die Lippen. Und zwar ein Creamy Lip Color. In diesem Falle Gooseberry. Einmal. Ich muss sie mal gerade anders rauszuppeln. Also manchmal wollen sie einfach nicht rauskommen. Aber ich habe ihn erbeutet. Ist einmal der hier. Natürlich gucken wir da mal kurz rein, wie die Farbe ist in Gooseberry. Das Packaging auch wieder richtig cool. Hier schön in Weiß auch jetzt. Und der soll ja cremig sein. Aber verpackt wie ein großer hier. Also Halleluja. Ich meine, die Lippenstifte von Alcina sind auch alle so bei 10 Euro. Und an Make-up habe ich bei Alcina bis jetzt nur eine Foundation getestet schon. Und die hat so eine unglaubliche Deckkraft. Das ist der Wahnsinn. Also die mag ich auch gerne. So, jetzt zu Gooseberry. Oh, ist das eine schöne Farbe, Leute. Ist das eine tolle, tragbare Farbe. Die gefällt mir richtig gut. Und der ist jetzt ganz normal auch abgeschrägt. Das Packaging auch richtig schön, einfach schlicht in Weiß und Schwarz. Und dann hier vorne Alcina und Creamy Lip Color. Gefällt mir richtig gut. Auch die Farbe richtig schön. Und das nun der Nummer 5. Und wir kommen zu Nikolaus. Wo ist die Nummer 6? Da drüben. Ich habe sie. Die wieder zurück. Die ist einmal hier. Was haben wir hier? Ah, ein Shampoo. Ein kleines Mini-Shampoo ist da drin. Ganz schön lang. Ein Pflegeshampoo für lange Haare. Okay. So ein kleines Fläschelein. Für Geschmeidigkeit, für Pflege und Sprungkraft. Okay. Teste ich gerne. So ein kleines Shampoo. Wie gesagt, die haben ja auch viel Pflege für Haare. Und das fand ich eigentlich ganz spannend an dem Kalender. Weil die Gesichtspflege, weil die Make-up haben, weil die Haarpflege haben. Und ich hoffe einfach, hier ist eine coole Mischung in der Nummer 6, ein kleines Shampoo.
Hätte ich eher den Lippenstift, glaube ich, reingepackt. Irgendwie catcht mich das jetzt nicht so. Aber also der Lippenstift hat mir gerade besser gefallen. Aber Geschmäcker sind verschieden. Und ja, wir gehen mal über zu Nummer 7 und gucken, was da drin ist. Das ist jetzt sehr cool. Ich zeige es euch mal. Guck mal. Wir haben nämlich, das finde ich jetzt schon wieder cool, einen passenden Conditioner für dieses Shampoo. Auch ganz schön lang für die langen Haare. Hier einmal 20 Milliliter drin. Und dann kann man das schön zusammen testen. Das ist ganz cool gemacht. Wie gesagt, die Nummer 6 bin ich noch nicht so zufrieden mit. Ich hoffe, die 24 wird auf jeden Fall Knaller. Und wir gehen über zu Nummer 8. Oh, das ist wieder so was Kleines hier oben. Wie cool, wir haben einen Nagellack drin. Sehr geile Farbe, aber guckt mal die Farbe. Ein kleines A steht drauf. 5 Milliliter haben wir und A für Alcina. Nail Color Amsterdam, die 020. Richtig cool. Ein kleiner Nagellack auch drin. Also bis jetzt, die Mischung gefällt mir richtig gut. Und Nagellack habe ich noch nicht getestet, auch bin ich auch mega gespannt. Ich freue mich gerade voll, dass ich den noch gekauft habe. Und ich meine, Flaconi hat auch immer wieder Rabatte und deswegen jetzt schön Augen offen halten. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe einen Kalender ein bisschen früh gekauft, obwohl ich es eigentlich besser wusste. Und die fangen jetzt an, richtig zu reduzieren. Also vielleicht manchmal noch mal in sich gehen, ob man jetzt unbedingt schon braucht. Nummer 9. Ich laber schon wieder anderes Zeug. Nummer 9 ist einmal hier ein großes Türchen. Oh mein Gott, Leute, richtig gut. Guckt euch das an. Ich hoffe, man sieht es und es blendet nicht so. Wir haben etwas richtig Cooles drin. Vielleicht haben sie auch die 9 und die 6 verwechselt. Ich habe keine Ahnung, aber das hier ist ja genau was für mich. Und zwar haben wir hier etwas, eine 5-Minuten-Maske. Sichtbar glattere Haut in 5 Minuten für ein frisches und vitales Aussehen. Na, da bin ich ja komplett dabei. Finde ich richtig cool. Das hier sind 50 Milliliter, also Full Size. Für alle Hauttypen auch wieder. Also wirklich darauf geachtet, dass so für jeden was drin ist. Und soll für ein fühlbar verbessertes Hautbild sorgen. Maske dünn auftragen, 5 Minuten trocknen, einwirken lassen, dann mit dem trockenen Tuch entfernen. Richtig cool, richtig cool. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil wer mich kennt, Masken gehen ja immer. Und richtig coole Mischung bis jetzt auch einfach. Nummer 10 ist einmal hier oben. An die Maske werde ich mich erinnern. Das war, ah, sehr cool. Bitte, bitte, bitte. Ah, nein, das ist kein Shampoo. Aber trotzdem sehr cool. Denn aus dieser Hyaluronserie hatte ich eine Gesichtscreme und oh mein Gott, habe ich die geliebt. Aber wir haben jetzt dazu ein passendes kleines Shampoo wieder in 50 Milliliter für Pflege und Feuchtigkeit. Richtig cool. Auch diese Farben einfach so genial gut, ne? Mit dem Silber und dem Gelb. Gelb. Gefällt mir richtig gut. Ein kleines Mini-Shampoo, was ich natürlich auch gerne testen werde. Und wir gehen über zur Nummer 11, die sich einmal hier befindet. Ja, der ist richtig cool, der Kalender. Guck mal, wieder passend dazu die kleine Spülung, passend zum Shampoo, 20 Milliliter auch wieder drin. Sehr cool. Richtig durchdacht. Gefällt mir richtig gut. Die Nummer 12. Halbzeit. Wo ist die Halbzeit? 13. Oh, die ist groß. Heute die ist groß. Wir haben eine große Nummer 12. Die ist einmal hier. Ich glaube, das Ringlicht blendet ein bisschen. Ich bin ein bisschen überbelichtet. Es tut mir leid. Wir versuchen einfach mal das Beste draus zu machen. Die Nummer 12 ist auf jeden Fall. Wie cool. Augenkollagenpads. Die noch festkleben. Okay, dann lasse ich sie kleben. Jetzt kriege ich es wahrscheinlich nicht mehr rein. Das sind zwei Augenpads auf jeden Fall. Für
eine schöne, durchfeuchtete, straffe, untere Augenpartie. Sehr cool in der Nummer 12. Nummer 13 hatte ich eben schon gesichtet. Oh, meine Klappen gehen immer wieder auf. Ich versuche sie immer wieder zurückzumachen. Ich glaube, ich muss die echt nochmal zustellen. Aber die Produkte sind auch richtig. Die halten gut da drin. 13. Etwas längliches hier unten. Ah, wie cool. Okay, wir haben eine Wimpernbürste. Ah, ich dachte für die Augenbrauen, aber ja, ist ja egal, kann man auch für die Augenbrauen nehmen. Eine kleine Bürste, finde ich cool, kann man immer gebrauchen, weil irgendwann werden die auch einfach voll. Okay, und die fühlt sich schon mal cool an. Ein bisschen instabil hier. Und dann könnt ihr euch halt hier so ein bisschen bürsten. Finde ich ganz cool, dass auch sowas drin ist. Ein Pinselchen hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut, aber ich nehme auch so ein Augenbrauenbürstchen immer gerne. Also Wimpernbürste steht ja drauf. Bis jetzt schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde, das ist eigentlich eine richtig coole Mischung bis jetzt. Wir haben so ein bisschen von allem. Einfach cool. Die Nummer 14 ist einmal da oben. Da gehen wir jetzt auch mal ran. Ah, da haben wir wieder einen Nagellack. Tada. Und zwar in I. I? Ist das richtig? Nail Color Istanbul. I für Istanbul ist das dann. Okay. In der 030, aber auch voll die schöne Farbe. Also jetzt wirklich alle, ob Lippenprodukte oder Nagellack, das sind ja wirklich alltagstaugliche, schöne Farben, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir auch gut. Und 5 Milliliter, richtig cool. Nummer 15 ist einmal hier. Was ist das? Ich kann es schon lesen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ist einmal das hier. Ein ganz kleines Ding, aber das ist eine CC Cream. Wie cool ist das denn? Magical Transformation CC Cream. Eine ganz kleine Tube. Die ist ja winzig. Wie viele Milliliter sind denn da drin? Steht noch nicht mehr drauf, aber sie ist winzig. Aber zum Not for Sale steht auch drauf. Das ist also wirklich einfach nur so eine kleine Probe. Mit Hyaluron, Panthenol und Vitamin E. Finde ich aber nicht schlimm. Finde ich ganz cool, dass man die auch mal testen kann. Dass sie die da reingepackt haben. Und auch so ein bisschen Make-up einfach drin machen, reinmachen in Form von einer CC-Cream, die sich ja auch ein bisschen anpasst. Richtig schöner Kalender. Nummer 16. Ich freue mich über den. Ich werde mich nochmal freuen im Dezember. Oh, 16 ist groß. Einmal hier. Ich versuche es mal so. Da ist wieder was Großes drin, Leute. Da ist wieder etwas Großes. Ach, wie cool. Und ich glaube, das wieder Full Size. Eine volle Size. Komm raus, du. Oh mein Gott. Halb zerquetscht leider vom Rauszoppeln. Wir haben auch wieder für jede Haut ein Aktivpeeling. Für ein weiches, ebenmäßiges Hautbild entfernt trockene Hautschüppchen. Und mal jetzt mal gerade rein. Ach ja, kommt in so einer kleinen Tube, 50 Milliliter, also es wird Full Size sein, auf jeden Fall. Und auch da bin ich natürlich richtig gespannt drauf. Sehr cool. Freut mich auch, dass da wirklich noch so Full Size Produkte einfach drin ist. Richtig spannend. Nummer 17. 17? 17? 17. Ihr merkt vielleicht mein Dilemma. Weil ich packe ja die Türchen immer wieder zu. Da finde ich das nicht so schnell. Nummer 17 ist da unten. Oh, das ist genau die Handcreme, die ich habe. Nur sieht die etwas anders aus. Auch ist die hübsch, aber Luxus, Pflege für Winterhände. Und das ist Kaschmir, die Kaschmir-Handcreme. Und von Kaschmir hatte ich auch diese Gesichtscreme, die ich so geliebt habe. Und Handcreme habe ich noch nicht getestet. Die ist noch verschlossen. Finde ich ganz cool. Ich werde erstmal die kleine aufkaufen, weil dann kann man die große immer noch weitergeben. Wie gesagt, das Packaging sieht ein bisschen anders aus. Schön weihnachtlich aber auch. Und auch das
Richtig cool. Wir gehen über zu Nummer 18. Die ist einmal hier. Leute, wir haben einen Lip Glow in Coral, Bright Coral, Nummer 30. Hallo, ist der hübsch? Ist der hübsch? In so einem Orange-Rot mit so ganz leichten Glitzerpartikeln drin. Finde ich richtig spannend. Auch nochmal ein ganz anderes Produkt und sehr geil. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel dekorative Sachen noch drin sind. Und was haben wir in der Nummer 19? Die ist einmal hier unten. Oh. Oh. Okay, Leute, Moment, ich muss mal rüberstellen. Wir haben eine Sauerspülung. Einmal hier das, 50 ml. Pflege und Feuchtigkeit, Acid Conditioner. Was sollst du denn können? Strukturglättende Sauerspülung stärkt die Haarstruktur, wodurch das Haar glatter und geschmeidiger wird. Es erhält eine ebenmäßige, glänzende Ausstrahlung. Vor allem langes Haar lässt sich leichter kämmen und stylen. Okay, das ist wohl so ein irgendwas, was ihr drin lasst. Nach der Haarwäsche eine haselnussgroße Portion im Haar verteilen und ohne Einwirkzeit wieder ausspülen. Also kurz rein und doch ausspülen, nicht drin lassen. Bin ich richtig gespannt drauf. Da muss ich jetzt mal schnuppern. Ups, gleich schon wieder mit der Nase da dran getapst. Das riecht gut, das riecht einfach nach Friseur. Also nicht sauer oder so, es riecht nach Friseur. Und cool, bin ich richtig gespannt drauf. Das wird gerne getestet. Am 19., damit meine Haare am Heiligabend schön aussehen. Und das Türchen bleibt leider wieder nicht zu. Also ich muss da mit Tesafilm ran, ich merke schon. Nummer 20. Apropos Haare, die nerven mich ein bisschen. Nein, habe ich aber extra offen gelassen, weil wir ja einen Haarkalender auspacken. So fürs Vorher-Nachher-Bild dann irgendwann. Nummer 20 ist einmal hier. It's never too late. Active Cell Tonic ist das. Ist das hübsch? Es ist hübsch. Es gefällt mir. Wir haben ein kleines Gesichtswässerchen. Also ein Toner. 50 ml. Soll bei täglicher Anwendung Falten, Pigmentflecken und Milien gemildert. Und große Poren sollen auch noch verkleinert werden. Fruchtsäure ist enthalten und hilft der Haut, sich schneller zu regenerieren. Hört sich mega spannend an, wird gerne getestet. So ein kleines Ding, freue ich mich drüber und nein, nicht alles aufpuppeln. Und ich hatte mal ein anderes Gesichtswasser, was ich auch richtig gut fand von denen. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hatte ich irgendwann mal schon im Aufgebraucht-Video gezeigt. Das war richtig gut. So, die 20. Wir sind schon wieder fast am Ende. Warum machen die nicht einfach doppelt so viele Türen da rein? Wo ist die 21? Können wir nicht einfach im November schon starten? Nummer 21 ist einmal hier. Und die 21 ist, warum auch immer, meine Lieblingszahl. Das heißt, da muss was Gutes drin sein. Nutri Shine Shampoo. Wir haben ein Shampoo. Und das sieht mega hübsch aus, Leute. Wir haben ein kleines, wunderhübsches Shampoo. 50 ml. Es glänzt golden, aber so durchsichtig. Also man kann durchsehen, die Flüssigkeit durchsehen. Und was sollst du können? Ja, im feuchten Haar verteilen ist mir klar. Was kannst du? Strahlender Brillanz bei absolutem Schwerelosigkeitsgefühl für alle Haartypen. Sehr cool. Nutrischein mit fliegendem Argan und Traubenkernöl. Testen. Alles wird getestet. Und das ist ja cool, weil es so kleine sind, die hat man dann auch mal schneller getestet. Oh, das riecht gut auch.
ein bisschen würzig, aber richtig gut. Das gefällt mir auch. Auch die Verpackung ist einfach wunderschön. Hoffentlich ist da auch noch eine Spülung zu drin. Da wäre ich auch mega happy. Wir gucken mal, was in der 22 ist. Nee, ich glaube, eine Spülung ist es nicht. Oder sie ist ja groß. Aber es ist ein großes Produkt. Wow, da ist wieder was Großes. Also ein Full-Size-Produkt drin. Alcina schaumfrei, 75 ml. Der Volumen-Kick für Föhnfrisuren. Diese pflegende Festigungsemulsion kreiert haltbare Locken mit Glanz und Fülle. Beruhigt das Haar, glättet seine Struktur, macht es griffig, geschmeidig, locker und natürlich. Und ich sage euch ganz ehrlich, all das will ich und weh, das macht das nicht. Ich glaube an Werbeversprechen. Richtig cool. Und einfach 75 ml. Natürlich für Leute, die nicht unbedingt Locken haben, ist das vielleicht nicht so interessant. Für mich ist das interessant. Und auch, dass es die Struktur glätten soll, weil da habe ich ja immer so ein bisschen Probleme, dass die immer so, die fliegen ja immer gerne in alle Richtungen und tralala. Und deswegen sehr gerne wird das getestet. Einfach 75 ml. Sehr cool. So, wo ist meine Spülung jetzt zu diesem schönen Shampoo? Wir gucken mal in der 23. Vielleicht kommt sie ja noch. Wir haben nur noch zwei Türchen, Leute. Einfach nur noch zwei. Ich sag doch, wir brauchen mehr Türchen in den Kalendern. Und die 23 ist was Kleines da oben. Hab's entdeckt. Oh nein, nein, keine Spülung. Wir haben ein Creamy Lip Color. Komm raus. Wieder ein Creamy Lip Color, diesmal aber in der Farbe Cranberry. Wir checken. Ich zoppel die mal auf. Also, ich weiß nicht. Diese Verpackung hätte nicht sein müssen. Auch wieder so schön verpackt. Das ist ja auch eine traumhaft schöne Farbe. Guckt mal. Die geht mehr so ins Rot und das andere war so mehr lila. Ach, nicht lila. Ich bin schon wieder bei lila Lippenstift. In so einem dunkleren Rotton. Und das hier ist halt mehr so ins Pinke rein. Mann. So. Aber auch richtig hübsch einfach. Und auch ein richtig cooles, spannendes Produkt. Ach, freue ich mich. Ich meine, wir haben viel für die Lippen irgendwie. Aber in vielen Kalendern, ich glaube, ja, manchmal sind es die Mascaren, manchmal sind es die Nagellacke und manchmal sind es einfach die Lippenprodukte. Also mit Lippenprodukten bin ich, glaube ich, dieses Jahr ganz gut ausgestattet. 24, Leute. Wir sind einfach schon bei der 24. Und die ist groß und ist vorne drauf bei diesem Merry Christmas. Also wieder zurück, wo wir gestartet sind, weil nebendran ist die 1. Das ist, finde ich, auch richtig cool gemacht. Ich weiß nicht, ob mit Absicht, aber auch die... Ich denke mal schon, weil... Oh mein Gott, Leute. Ich habe es jetzt einfach mal ohne euch aufgemacht, gell? Weil ich so am Blabern war. Guckt mal, was wir haben. Sehr cool. Was bist du? Ein Augengel. Löscht den Hautdurst. Sehr geil. Hyaluron, dieses 2.0, was ich so gerne mag. Also wie gesagt, die Creme halt davon. Und jetzt haben wir, oh, wie cool, die 15 ml Creme für Augen. Nachteulen und Frühaufsteher, aufgepasst. Das Hyaluron 2.0 Eigel weckt müde Augen mit seiner kühlenden und abschwellenden Wirkung. Ah, Träumchen. Feuchtigkeitsplus. Füllt die Feuchtigkeitsdepots Ihrer Haut wieder auf, fettet nicht, klebt nicht und zieht schnell ein. Anwendung um die Augen herum, auftragen und sanft einklopfen. Geil. Nehme ich. Finde ich cool. Und das ist eine gelungene 24. Definitiv. Ich hätte mich auch über eine Creme gefreut, also eine Gesichtscreme. Aber das finde ich auch, ja, richtig cool. Und guck mal, das Packaging sieht doch mega aus in diesem glänzenden Silber. Richtig hübsch, richtig cool und freue ich mich drauf, das am 24. wieder auszupacken. Denn ab mit dir wieder da rein und halbwegs
unzerstört hat der ganze Kalender überlebt. Wie gesagt, ich glaube, ich brauche ein bisschen Tesafilm. Aber, Leute, ein richtig cooler Kalender und ich glaube, wir haben da auch einen richtig coolen Preis. Wirklich, weil Alcina-Produkte sind nicht günstig. Und wie gesagt, das, was ich schon davon hatte, richtig gut. Ich freue mich mega, dass da auch so viel dekorative Kosmetik drin war. Haarpflegeprodukte, Gesichtspflegeprodukte. Ein rundum gelungener Kalender für mich, über den ich mich mega freue und wo ich mich auch mega freue, dass ich den mit Rabatt geschossen habe. Und wenn der euch gefallen hat, guckt mal schnell bei Flaconi. Ich habe es versucht, diesmal hinzukriegen, dass er noch nicht ausverkauft ist. Denn ich habe hier ein paar stehen, die filme ich euch einfach später. Die gibt es ja eh nicht mehr. Also da drängelt ja jetzt nicht. Sondern zeige euch erstmal die, die es noch gibt. Den gibt es noch. Ich hoffe, Rabatt auch. Aber normal schon. Flaconi ist da sehr gut drin. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was euch am besten gefallen hat. Ob ihr denkt, das ist eine coole Mischung. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt. Und wenn ihr neu hier seid oder schon wieder hier seid und das noch nicht getan habt, freue ich mich auch über ein Abo von euch. Weil kostet ja nichts. Und mich freut's. Und euch freut's hoffentlich auch, weil ihr dann die Videos nicht verpasst und zu mir kommt und gucken könnt und wir Spaß zusammen haben können. Bla bla bla. Leute, euch allen schönen Tag, Abend, Nacht, Mittag, Morgen oder Nachmittag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Macht's einfach gut, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.